Darf ich mal was dazu sagen? Gerne. Als ich beim letzten Mal bei Ihnen aufgetreten bin, das hat also eine Bombe ausgelöst. Es hat eine Welle, eine gewaltige Welle von nicht nur Zuschriften, sondern von Statements gegeben, auch von Lehrern, auch von Schulen. Und also, dass also ich mit vielen Lehrern zu tun habe und also auch mit Schulen zu tun habe. Und es geht gar nicht darum, den Lehrern da also irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern also ich habe also auch Muster eingestellt, wo ich auf diese sogenannte Remonstrationspflicht hingewiesen habe und das also ausgefüllt habe. Und habe auf den 29 der UN-Konvention hingewiesen, wo die UN-Konvention den Schulen ganz bestimmte konkrete Verpflichtungen auferlegt. Könnte ich auch zitieren, habe ich hier. Das bedeutet also im Grunde, und diese Verpflichtungen werden also nicht nur nicht gesehen, sondern also schlicht und ergreifend übergangen. Aber in der Tat 36 Beamtenstatusgesetz. Das ist die eine Sache. Und das Zweite, was für die Lehrer eine große Bedeutung zukünftig haben wird, sie setzen sich der zivilrechtlichen Haftung aus, wenn sie weitermachen. Sie stehen also unter nach Paragraphen 823, 839 BGB, 253 BGB in der Situation, dass sie für allen zukünftigen Schaden, den sie vorsätzlich oder bedingt vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben, persönlich haftbar sind. Und das bedeutet, dass alle Kinder, die heute betroffen sind, bereits heute Feststellungsklagen bei den Landgerichten also einreichen können gegen den Staat und gegen diese Leute, gegen die Lehrer, wenn diese weitermachen. Das bedeutet also an der Ecke, sie sind nicht aus dem Schneider, wenn sie Ja. sagen, ach ja, das ist von oben angeordnet. Das trifft sie selber. Und deswegen geht es mir darum, den Eltern, den Lehrern Mut zu machen und zu sagen, okay, das ist nicht böser Wille bisher, das ist Unkenntnis zum großen Teil, das ist also der Glaube, dass die Obrigkeit es schon weiß. Aber ihr habt ganz klare Vorschriften und auch gesetzliche Vorgaben. Und wenn das hier vorbei ist, spätestens dann ist es soweit wie nach der DDR, nach dem DDR-Mauerfall. Dann kommt das Recht doch wieder hoch. Und dann seid ihr dran.